Vincent Haupert studiert in seinem Dayjob sozusagen Informatik in Erlangen und macht da gerade seinen Master mit Schwerpunkt in IT-Security. Die Arbeit, die er uns aber gleich vorstellen möchte, hat er im Rahmen seiner Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft gemacht, und zwar zusammen mit seinem Kollegen Thilo Müller. Dort hat er untersucht, was es denn für Sicherheitslücken bei app-basierten TEN-Verfahren gibt, also im Bereich des Online-Bankings, und die möchte er uns jetzt vorstellen. Einen ganz großen herzlichen Applaus für Vincent, bitte. Ja, auch herzlich willkommen von mir. Also mein Name ist wie gesagt Vincent Haupert und ich habe mir im vergangenen Herbst mit meinem Kollegen Thilo Müller mal angeschaut, wie es denn um die Sicherheit von app-basierten TAN-Verfahren im Online-Banking bestellt ist. Und ja, der ein oder andere hat die Geschichte vielleicht schon mitbekommen, hat sie auf Heise gelesen und so und fragt sich vielleicht, ja, was kommt denn jetzt da heute? Vor 2 Wochen habe ich einen Anruf von der Sparkasse bekommen. Ja, der Herr Meier, den ich jetzt mal hier einfach so nennen möchte, hat mich da gefragt, was ich denn zwischen Weihnachten und Neujahr mache. Also zu dem Zeitpunkt wollte er eben wissen, muss er seine Presseabteilung jetzt schon auf irgendwas Neues gefasst machen oder nicht? Zu dem Zeitpunkt konnte ich es ganz ehrlich gesagt noch nicht sagen. Heute kann ich Ihnen sagen, ich hoffe, Sie haben den Entwurf gemacht, das macht es danach leichter. Ja, Online-Banking ist was, das betrifft uns alle, das ist etabliert, eine Großzahl der Deutschen verwendet es. Und ein besonderes Merkmal von Online-Banking ist, dass es schon seit seinem Entstehen in den 1980er Jahren, damals noch BTX-basiert, ein Zwei-Faktor-Verfahren ist. Also man hat auf der einen Seite immer irgendwie einen Benutzername, Passwort und dann noch irgendein TAN-Verfahren. Das über die Zeit sind da ein ganzer Zoo an TAN-Verfahren entstanden. Meistens gab es einfach Weiterentwicklungen aus Sicherheitsgründen. Heute werden wir ein Verfahren sehen, das sich nicht in diese Reihe begeben kann. Ja, im Prinzip läuft Online-Banking immer so ab. Ich sage das der Vollständigkeit halber hier nochmal. Man loggt sich im Online-Banking-Portal ein mit seinem Benutzername, Passwort, reicht dann eine Überweisung ein und im zweiten Schritt muss man das dann noch mit einem TAN-Verfahren bestätigen. Das ist nicht für jeden das Gleiche. Das kann entweder noch die altgediegene ITAN-Liste sein, die aber langsam ausstirbt. Das SMS-TAN-Verfahren, das auch seine Tücken hat, wie man in den letzten Monaten mitbekommen kann. Insbesondere ein großer Verbündeter ist die Telekom. Und es gibt dann auch noch das ChipTAN-Verfahren, das auch recht verbreitet ist. Das letzte Verfahren, das ChipTAN-Verfahren, adressiert das Sicherheitsproblem im Online-Banking eigentlich schon ganz gut, aber wenn man den Kreditinstituten glaubt, gibt es einen dringenden Wunsch in der deutschen Bevölkerung, seine Geldgeschäfte immer überall machen zu können. Sei es in der U-Bahn, im Restaurant, vielleicht auch hier gerade in diesem Vortrag. Macht jemand gerade eine Überweisung? Mal Hand hoch. Ja. Auf jeden Fall ist es dann so, wenn man eine Überweisung überall machen will, da will ich kein zweites Gerät haben. Das ist ja unbequem. Ja. Deswegen haben die Banken ein Gerät entdeckt, ja, das jeder von uns immer dabei hat und das absolut sicher ist. Das Smartphone. Ja, man hat jetzt keine zwei Geräte mehr, nicht zwei voneinander unabhängige Faktoren. Man hat eine Banking-App und man hat eine TAN-App. Es funktioniert jetzt so, ich logge mich mit meiner Banking-App auf dem Smartphone ein und gebe eine Überweisung auf. Im zweiten Schritt muss ich dann, wie gehabt, die Überweisung mit einer TAN bestätigen. Jetzt nehme ich aber nicht meinen Papierzettel her, mein Chip-TAN-Gerät, sondern ich wechsle zur TAN-App. Da sind alle Banken mittlerweile ein großer Fan davon eigentlich. Das ist jetzt nur eine Auswahl, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber all diese Banken haben ein app-basiertes TAN-Verfahren im Angebot und ich denke, die es noch nicht haben, sind bestimmt auf dem Weg dahin, das zu machen. Ja, ich sehe jetzt schon den einen oder anderen hier in den ersten Reihen, bei denen sich dann die Stirn runzelt bei dem Verfahren. Ich will aber trotzdem noch mal generell das Angriffsszenario motivieren. Also Malware oder Schadsoftware ist in den offiziellen App-Stores der Betriebssystemhersteller ist keine Fiktion. Ja. Bei uns am Lehrstuhl in Erlangen hat der Dominik Meyer gezeigt, dass sich der Google Play Store nicht ausreichend gegen Schadsoftware schützen kann. Also
konkrete Aufgabe von ihm war eigentlich, in seiner Bachelorarbeit ein Schadsoftware in den Google Play Store zu bekommen. Ja, nur das, also das war seine Bachelorarbeit. Da ist er nach ein paar Tagen zu seinem Betreuer dann hingekommen und hat gesagt: Ey, Thilo, ich bin fertig. Ja, ja. Und was er gemacht hat, er hat einen Root-Exploit gezippt. Ja. Also er hat ihn gezippt und hochgeladen. Es war kein Passwort, nichts, er hat ihn einfach gezippt. Dass das aber nicht irgendwie nur akademische graue Theorie ist, hat dieses Jahr, so ziemlich gleichzeitig, als wir die AppTan-Geschichte gemacht haben, die App Braintest gezeigt. Also das ist ein Spiel und es hat über 100.000 Downloads gehabt, bis zu 500.000. Und diese App hat genau das gemacht, was das Angriffsszenario auch für app-basierte Tarnverfahren ist. Nämlich im offiziellen Store routet das Gerät zuerst und lädt dann Schadcode nach. Ja, wir hätten jetzt auch irgendeins von den Kreditinstituten, die app-basiertes Tarnverfahren anbieten, nehmen können. Ich habe die Sparkasse genommen, weil ich da A ein Konto habe und B, weil es irgendwie die größte ist. Und es sind auch eine der ersten, die das angeboten haben. Deswegen haben wir uns angeguckt, was kann man denn jetzt da machen? Also was gibt es denn da für Angriffsszenarien für Pushtan? Und was uns da als allererstes ziemlich schnell eingefallen ist, ist, ja, wir könnten die App irgendwie kopieren. Ja? Oder wir reversen das Protokoll und implementieren unseren eigenen Client. Das sind aber beides noch Angriffe, die konzentrieren sich sehr stark einfach nur auf die TAN-App. Das eigentliche Problem von app-basierten TAN-Verfahren, also dass ich den ersten Faktor und den zweiten Faktor auf einem Gerät hat, wird am besten dadurch betont, wenn man eine Transaktionsmanipulation durchführt. Sprich, wir manipulieren eine vom Nutzer aufgegebene Transaktion in Echtzeit, ohne dass er es sehen kann. Wie haben wir das gemacht oder wie war unser Szenario dafür? Nochmal, wie läuft es ab? Links ist die Sparkassen-App, die verwende ich eben, um mich in meinem Online-Banking einzuloggen und dann meine Überweisungsdaten auszufüllen und schicke das dann letztendlich ab. Dann landet das Ganze beim Sparkassen-Server und der schickt dann eine TAN an die Pushtan-App, die da rechts dargestellt ist. Ja, der Nutzer wird dann dazu aufgefordert, in die Pushtan-App zu wechseln, die dort dargestellte TAN, nachdem er die Überweisungsdaten natürlich kontrolliert hat, in die App Sparkasse zu übertragen. Das geht mittlerweile, wie wir später sehen werden, auch so automatisiert, dass man sich fragt, warum gibt es überhaupt noch zwei Apps? Ja, gut. Was wir jetzt machen, wir sagen einfach, nachdem der Nutzer auf Auftrag übermitteln geht, ja, dann manipulieren wir die Daten. Also wir ändern den Adressaten, wir ändern den Betrag und die Sparkasse schickt dann natürlich die Überweisungsdetails auch nochmal an die TAN-App und werden dann da nochmal dargestellt. Das heißt, bevor die dann da angezeigt werden, manipulieren wir die wieder auf die originalen Daten und der Nutzer kann es nicht sehen und bestätigt letztendlich eine TAN, bestätigt eine Überweisung mit einer TAN, was er gar nicht wollte. Ja, da mussten wir erstmal überlegen, was gibt es denn eigentlich so für Sicherheitsmerkmale bei den beiden Apps? Also die Sparkassen-App selbst ist eigentlich leichtes Fressen für so einen Angriff. Also die hat ja keine großen Schutzmaßnahmen. Es gibt eine Root-Erkennung, wird aber lediglich dargestellt, ein Warnhinweis. Die macht also ansonsten nichts. Man kann einfach die App normal weiterverwenden. Auf der anderen Seite, die Pushtan-App versucht sich mit einer Vielzahl an Maßnahmen gegen Analyse und gegen Schadsoftware angeblich auch zu schützen. Man merkt eigentlich schon, wenn man hier sieht, die ganzen Maßnahmen, ich glaube, die Sparkasse ist sich selber nicht so ganz sicher, dass das wirklich sicher zu kriegen ist. Ne? Also, die haben halt eine Root-Erkennung, die ist nicht wie bei der Sparkassen-App, dass da nur ein Warnhinweis angezeigt wird. Also es wird verboten, wenn Root erkannt wird, beendet sich die App und schützt sich eben auch gegen dynamische Analyse, statische Analyse, weiß der Teufel nicht, was alles. Ja? Und das ist TÜV geprüft. Ja? Von diesem Prädikat merklich eingeschüchtert, habe ich mir dann mal angeguckt, ja, was gibt es denn da eigentlich wirklich für Schutzmaßnahmen, wie sind denn die umgesetzt? Ja, es wurde recht schnell klar, die Sparkasse selbst traut sich in Sachen Sicherheit nicht so viel zu und hat deswegen beim norwegischen Hersteller Promon eingekauft. Die selber haben eine Native Library, die wird gleich am Anfang der App geladen und ist dann quasi der Einsprungspunkt. Ja, die Library selbst ist verschlüsselt zum Teil mit einem statischen Key natürlich irgendwie und ist obfuskiert. Es ist also ein ziemlicher Hass, sich die anzuschauen.
Aber es gibt, also damit man nicht die Library nicht einfach rauspatcht, also sagt, ja gut, dann mache ich das Ding halt raus, haben die Strings aus der Java-Logik in die Library verlagert, die ja wiederum verschlüsselt ist. Die Library selbst setzt dann statische finale Felder während der Laufzeit mit diesen Strings und werden dann halt normal verwendet, oder sie werden über einen Index abgerufen mit der Methode getString. Also das verhindert, also macht es zumindest Aufwand, diese Library einfach rauszuziehen und ohne die dann klarzukommen. Ja, die erkennt, wie gesagt, Root, Debugger, alles Mögliche, aber die behandelt die Erkennung nicht. Ja. Das liegt einfach daran, ja, die wollen dann eine Library verkaufen, die soll für alles und jedem gehen. Ne? Also die ist nicht personalisiert auf diese App. Ja, so ist es dann implementiert. Stattdessen gibt es im Java-Code Callbacks für die verschiedenen einzelnen Events, also zum Beispiel Debugger oder eben Root. Die App selbst implementiert dann eben dieses Interface, und wenn das erkannt wird, dann wird der Code aufgerufen. Zum Beispiel hier unten ist dargestellt der Routing-Status, da steht in der Variable, in dem Parameter Z, dann eben drin, ob es geroutet wurde oder nicht, und dann kommt da so ein Texthinweis und danach beendet sich die App. Ja, was haben wir gemacht? Wenn dieses Event kommt, ja, dann brechen wir die Methode immer ab und dann läuft die App einfach weiter. Das Ganze ist besonders paradox. Diese Library scheint keinen Status zu haben. Ne? Also die liefert einfach weiter Strings aus, obwohl schon Root detected wurde. Also das hat mich wirklich überrascht, dass es so einfach war. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie funktioniert denn das jetzt konkret? Also hier als allererstes die Sparkassen-App. Das sieht man jetzt, wie man sich eben anmeldet mit seinem Passwort, das man mal selbst vergeben hat. Und es wird hier auch ein Hinweis angezeigt, dass das Gerät geroutet ist. Aber wie gesagt, es hat weiter keine Konsequenzen. In dem Fall habe ich dann eine Überweisung an das Finanzamt mit meiner hohen Einkommenssteuer von 10 Cent ausgelöst. Und im nächsten Schritt, also dann haben wir die Überweisung eben manipuliert. Die Daten im Hintergrund, man sieht es nicht. Und hier wird man dann dazu aufgefordert, in die PushTAN-App zu wechseln, um dann dort die TAN abzurufen. Das machen wir auch, loggen uns wieder mit unserem Passwort, diesmal in der PushTAN-App ein. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass es das gleiche Passwort ist, können wir uns denken. Und dann schauen wir uns die Überweisungsdetails an. 10 Cent, sagen wir jetzt einfach mal, die IBAN hat sich jetzt wahrscheinlich keiner gemerkt, aber das ist auch das gleiche. Und ja, schaut gut aus. Das geben wir frei. TAN übertragen an Sparkasse. Jetzt merken wir uns noch die letzten zwei Stellen von der TAN. Das ist 32. Dann übertragen wir die und der Auftrag wird freigegeben in der Sparkassen-App. Wenn man dann später aber irgendwann mal in die Umsatzdetails reinschaut, dann stellt man fest, hey, da mit der TAN, mit der Endstelle 32, da wurde ein Betrag von 13,37 Euro überwiesen, nicht von 10 Cent, und die ging auch nicht ans Finanzamt, die ging an Vincent Haupert. Ja. Gut, jetzt jeder, der die Geschichte kennt, der kennt auch, was danach kam. Stellungnahme der Sparkasse, nachdem es auf Heise war, ey, das ist ja eine alte Version, das geht doch alles gar nicht mehr. Ja. Also das ist der, es gibt da jetzt eine neue Version seit dem 16.10. Wir haben am 23. Oktober veröffentlicht. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Gut, eigentlich ist es nichts Neues für uns, haben wir auch schon gesagt in unserer Ausarbeitung. Die hat die Sparkasse anscheinend nicht so aufmerksam gelesen. Und wir haben damals auch schon gesagt, es gibt in der aktuellen Version wohl, ja, also die Art und Weise, wie wir den Angriff gemacht haben, in der neuen Version funktioniert es anders. Wir können das nicht ganz genauso machen. Mit entsprechendem Mehraufwand können wir den Angriff aber wieder möglich machen. Ja, schauen wir halt mal. Ja. Um jetzt einen Angriff gegen die neue Version machen zu wollen, muss man sich fragen, was ist denn da eigentlich anders jetzt? Ja. Also man hat auch bei der Sparkasse oder bei Promon realisiert, dass die Java-Callbacks ungefähr genauso sind, wie wenn man mit dem Geldtransporter vor die Sparkasse fährt und dann dem Praktikanten die Geldsäcke in die Hand drückt und einfach wegfährt. Ja. Deswegen gibt es jetzt keine Java-Callbacks mehr. Stattdessen stürzt die App ab, wenn es zum Beispiel Root erkennt oder auch Debugger, was auch immer, und öffnet dann eine Seite im Browser. Dadurch lässt sich die Root-Erkennung nicht mehr trivial umgehen. Ansonsten werden auch Hooking-Frameworks erkannt. Also wir haben den Angriff als Proof of Concept mit Exposed realisiert. Das heißt, das würde jetzt auch nicht mehr gehen. Ja, schlecht. Ja. Gut,
Um den Angriff jetzt wieder realisieren zu können, müssen wir also zwei Sachen machen. Wir müssen einmal die Root-Erkennung umgehen und einmal die Ex-Post-Erkennung umgehen. Fangen wir mit Root an. Wie funktioniert die Root-Erkennung? Und ich bin bisher eigentlich gut bei den Sicherheitsfeatures dieser App gefahren, mir einfach vorzustellen, ja, wie würde ich es machen? Ne? Also was ist der einfachste Weg, Root zu erkennen? Ne? Also, was werden die wohl machen? Die suchen im Dateisystem nach irgendwelchen Sachen, die für Sue charakteristisch sind. Dann habe ich mir die Syscalls mal angeschaut. Ja, und klar, genau das machen die. Ja? Die schauen einfach, zum Beispiel, ist System bin Sue vorhanden oder System X bin Sue. Ja, wenn ich das jetzt in Vince umbenenne, dann geht GDF schon wieder. Ja? So. Das ist aber natürlich blöd, weil ich will ja weiter für meine anderen Apps eigentlich Root haben. Und deswegen, wenn ich die umbenenne, dann können die natürlich auch keinen Sue mehr ausführen. Das Lustige ist ja, man führt ja nicht System X bin Sue aus, sondern man gibt ja nur Sue ein. Ja? Das Ganze ist der Path-Variable zu verdanken, die in Oslo aber nicht bekannt ist. Ja? Also, deswegen, ich hab das Ganze auf Android Marshmallow gemacht und da will man eigentlich sowieso Systemless Sue haben und das mountet eine eigene Partition und trägt sich in die Path-Variable an und tada, die Push-Tan-App geht wieder auf. Ein bisschen paradoxer wird es aber immer noch vor dem Hintergrund, dass es die Sparkassen-App besser macht. Die erkennt es gut nämlich. Ne? Und die haben keine Lösung für weiß ich wie viel Tausend eingekauft. Also bei Promon würde ich jetzt mal in den Flugmodus gehen, sonst kommt da gleich ein Anruf. Ja, als nächstes, wie funktioniert die Ex-Post-Erkennung? Ja, wieder gleiches Spiel, würde ich sagen. Ne? Schauen wir doch mal, die werden wieder nach irgendwelchen charakteristischen Sachen für Ex-Post suchen. Ja, so schaut es dann aus. Das sind halt ein paar Sachen, die X-Post platziert beim Installieren. Das müssen wir jetzt irgendwie loswerden und X-Post muss danach aber noch gehen. Die ersten vier Sachen sind irgendwie Sachen, die kann man entweder löschen oder umbenennen und dann sind die schon mal weg. Ja. Dann gibt es hier die anderen drei Dateien, die braucht man schon irgendwie, ja, die benennen wir halt um. Ne? Also, und die müssen dann halt untereinander, müssen die Abhängigkeiten natürlich auch angepasst werden. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt geht's. Also ich hätte mich nicht überrascht, wenn es funktioniert, reicht aber noch nicht ganz. Das ist sogar tatsächlich ein bisschen besser gemacht. Die schauen halt selber in dem Executable-File nach, wo auch die ganze Dalvik-VM und was weiß ich was drin ist und Zygote, mit dem ja X-Post arbeitet. Und wenn dann da drinnen X-Post mit großem oder kleinen X drinnen steht, dann ist wohl X-Post installiert. Ja, letztendlich habe ich das Ding einfach neu kompiliert und schon ging es wieder. Also, ja, und dann schauen wir uns das nochmal an. Ne? Also wieder gleiches Spiel. Wir öffnen die Sparkassen-App, geben da unser Passwort ein. Diesmal, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, schauen wir uns vorher nochmal an, welche Version ist denn das eigentlich? Nicht, dass dann danach irgendeiner sagt, das war nicht die aktuelle Version. Also hier sehen wir, das ist die Version vom 7. Dezember. Zumindest, also das war die aktuellste bis vor 2 Stunden. Als nächstes füllen wir wieder unsere Überweisung aus. Diesmal nicht ans Finanzamt, sondern an die Unibibliothek Erlangen. Ich habe nämlich meine Benutzerkarte verloren und brauche deshalb eine neue und die kommt nicht for free, sondern kostet 3 Euro. Ihr seht schon, mein Konto war nicht so hoch gefüllt. Ich musste einen Betrag wählen, der ja irgendwie auch noch in meinem Limit geht. Aber jetzt öffnet sich hier automatisch schon die Pushtan-App. Also die Integration hat tollerweise zugenommen. Jetzt logge ich mich da auch wieder ein. Und hier sehen wir 3 Euro. Aber genau diesmal schauen wir uns auch erstmal wieder die Version an. Das ist auch vom 7. Dezember, war bis vor 2 Stunden auch noch die aktuellste. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass gerade eine neue Version rauskommt. Aber ja, hier, die Daten scheinen zu stimmen, die TAN passt eigentlich auch. Und dann ja, würde ich sagen, dann kann man das bestätigen jetzt. Kommen wir zurück. Auftrag wurde entgegengenommen. Und wenn man jetzt dann mal in die Überweisungsdetails schaut, dann sieht man da, dass ich schon ein paar fingierte Weihnachtsgeschenke bezahlt habe im Rahmen der Untersuchung hier. Und hier haben wir diesmal 4,20 Euro, ich hätte auch 42 Euro genommen, wenn ich so viel Geld noch gehabt hätte, aber
klar, genau. Und ja, der Betreff hat sich auch geändert. Einen guten Rutsch für den 32C3. Okay. Jetzt bin ich doch ein bisschen schneller fertig geworden, als ich gedacht habe, aber das bedeutet, dass wir dann noch mehr Zeit für Fragen haben. Ja, was lässt sich zu App-basierten TAN-Verfahren allgemein sagen? Die sind einfach konzeptionell schwach. Die Schutzmechanismen von der PushTAN-App haben zwar zugenommen in der aktuellen Version, also die Callbacks lassen sich jetzt nicht mehr trivial hooken und dadurch kann man einfach Root bekommen oder halt eben einfach alles machen. Letztendlich ist es halt ein Katz-und-Maus-Spiel, das die Sparkasse oder auch jeder andere Hersteller am Ende irgendwie verlieren wird. Die Root-Erkennung zum Beispiel bringt eigentlich hauptsächlich Ärger bei den Kunden ein und vor allem hat die so hohe False Positives, dass die Bewertungen derart grottig sind, dass man sich bei der Sparkasse echt fragen muss, ob das Verfahren für sie selber auch überhaupt noch Sinn macht. Wenn man sich jetzt auch anschaut, was ich eigentlich gemacht habe, ist ja total irre irgendwie. Also ich meine, ich habe hauptsächlich Dinge umgangen, die ein normaler Nutzer macht. Also ich habe keinen echten Angriff damit verhindert. Also jemand, der selbstständig sein Gerät routen wird, dem wird verboten, die PushTAN-App zu verwenden. Und der selbstständig irgendwie X-Post installiert, dem wird es auch verboten. Ein echter Angriff, der installiert auch nicht das Su-Binary. Ja, also, der würde, was weiß ich, irgendwas platzieren, aber bestimmt nicht das Su-Binary installieren. Also das Root ist gar nicht mal eine feste Voraussetzung. Für den Angriff allein hätte es sogar gereicht, wenn man einen Root-Exploit hat und dann X-Post platzieren kann. Da hat man zum Beispiel auch keinen Ärger mit der Root-Erkennung. Ja, ich habe noch ein paar Backup-Folien, aber das können wir dann auch in die Diskussion einbauen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, Vincent. Total super und du hast auf jeden Fall noch Zeit für Fragen gelassen. Genau, macht euch bitte kenntlich. Und geht gerne vor zu dem Mikrofon. Die Mikros 2 und 4 sind an. Ich sehe schon jemand am Mikro 2? Nein, du stehst da nur so. Okay. Wir geben euch mal noch ein paar Minuten Zeit zum Überlegen. Und ich gucke mal nach oben. Lieber Mensch, der du Fragen aus dem Netz einsammelst, ich sehe dich gerade nicht, aber wenn du welche hast, dann könntest du jetzt gerne eine vorlesen. Dann mache ich das einfach mal. Und zwar, SebSemi und Shelter8 wollen wissen, gibt es Schwächen im Optik-TAN-Verfahren? Also Optik-TAN meint dann wahrscheinlich irgendwie so Fototan und QR-TAN. Also Optik-TAN weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint, aber ich meine, das ist irgendwie das. Ja, QR-TAN und Fototan ist eigentlich ziemlich ähnlich. Da scannt man dann einen Code ab mit seinem Smartphone und bekommt dann dadurch die TAN. Das unterscheidet sich halt insofern, dass man das schwer auf einem Gerät verwenden kann. Also ich kann natürlich den QR-Code nicht von meinem eigenen Gerät abscannen. Deswegen ist das Szenario ein bisschen anders. Also da sind natürlich auch andere Schwächen vorhanden, wie zum Beispiel, dass man die App irgendwie kopieren kann und sowas dergleichen. Aber es ist nicht ganz vergleichbar mit dem Szenario, das wir hier bei den App-basierten TAN-Verfahren haben. Dann jetzt gerne erst eine Frage vom Mikrofon Nummer 2. Ja, du hast beschrieben, wie die App sich gegen Debugging eine Analyse schützt. Wie genau hast du dann aber die Transaktionsdetails manipuliert, dass die erst falsch angezeigt und dann auch falsch zur Bank übermittelt werden? Also das Problem ist, also gegen Debugging schützen, das ist ja erstmal eine Maßnahme gegen dynamische Analyse, die also verhindern soll, dass jemand einfach so einen Angriff entwickeln kann. Also den Angriff selbst habe ich mit X-Post entwickelt, das ist halt ein Hooking-Framework, das kann sehr leicht Java-Code hooken. Ein Real-World-Exploit würde das wahrscheinlich nicht so machen, aber ja, für den Proof-of-Concept war das eine Möglichkeit, das zu machen. Also die ganzen Maßnahmen eigentlich, die da implementiert wurden, können nicht effektiv vor einem richtigen Angriff schützen, sondern können hauptsächlich dienen hauptsächlich dazu, dass die Sparkasse in einem Monat wieder sagen kann, ja, der Angriff, den ich gemacht habe, der funktioniert nicht mehr. Mikrofon Nummer 4, bitte. Mich würde interessieren, also du hast ja gezeigt, wie diese App nach irgendwie X-Post oder sowas scannt. Das Verfahren scheint mir grundsätzlich ziemlich erbärmlich. Kann man sowas auch gescheit machen oder hat man da einfach keine Chance?
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, das gescheit zu machen, weil man müsste, es müsste ja irgendwie vertrauenswürdige Aufrufer geben. Also man müsste irgendwie festlegen können, wer ist denn eigentlich erlaubt, also wer darf denn in meinem Call-Stack eigentlich alles drinnen sein. Also das ist schon ein bisschen schwieriger. Fällt mir jetzt auch spontan erstmal nicht ein, wie man das effektiv verhindern kann. Mikrofon Nummer 1, bitte. Ja, vielen Dank. Bin ich zu hören? Ja, vielen Dank für die schöne Demonstration. Ich fand es auch sehr toll, dass rauskam, dass in so einem Framework wie Android das Verteilen auf zwei Apps ja überhaupt nichts bringt. Also ich denke, das war einer von den zentralen Sachen, die rauskam. Meine Frage wäre, wie schätzt du das ein, dass man es auch im Android-Betriebssystem in Zukunft schafft, Apps mit einem Verifikationsmechanismus auszustatten und eher von Teilen des Betriebssystems, die auch nach dem Routen das tun, was sie tun sollten, diese App quasi für sich alleine laufen. Das würde mir nach einem vielversprechenderen Ansatz eben aussehen als dem Konzept von zwei Apps und einfach ein bisschen Skripten. Ja, das greift jetzt natürlich schon irgendwie ziemlich weit. Auf was du anspielst, das erinnert mich so ein bisschen an Arm Trust Zone. Also hier, da gibt es eine sichere Welt und eine unsichere Welt. Es gibt eine Trust Zone, bei Arm gibt es schon länger, die wird aber bei Android nicht durchgereicht. Also Samsung hat mit Nox sowas Ähnliches, das ist aber, ja, das muss man kaufen. Wie lange das bei Android irgendwie noch dauert, bis es sowas für alle gibt, kann ich dir nicht sagen. Also es dauert aber sicher noch. Gibt es noch Netzfragen? Dann machen wir weiter mit Mikro 2, bitte. Ja. Also ich schließe aus deinen Ausführungen, dass das fundamentale Problem ist, dass die Kombination von zwei Apps auf einem Gerät das Prinzip Zwei-Faktor-Authentifizierung einfach ad absurdum führt und dass also Sicherheit insofern nur dadurch besser werden kann, dass man wirklich auf zwei separate Geräte, die dann eben auch separat kompromittiert werden müssten, setzen wird. Ja, genau, das ist genau das. Also hier, da habe ich auch ein Zitat, eigentlich ist sehr schön. Das ist irgendwie nicht nur was ich irgendwie sage, das auch im BaFin-Journal ist im August schon erschienen. Die TAN sollte auf keinen Fall auf demselben Smartphone generiert werden, auf dem das Online-Banking stattfindet. Hat ein Betrüger das Smartphone gehackt, so kann er dadurch auf beide Verfahren zugreifen. Ja, also das ist irgendwie keine, das ist eigentlich eine Erkenntnis, die, ich weiß nicht, vielen leuchtet es hier tatsächlich wahrscheinlich einfach auch ein. Also. Bitte schön. Ja, einige Leute wollten wissen, dass vielleicht ist das jetzt gerade beantwortet worden, ob es, wenn man zwei verschiedene Verfahren verwendet, also die App und den Computer, ob es dann sicher ist? Also dann hat es eigentlich im Prinzip ähnliche Probleme wie zum Beispiel QR-TAN oder Fototan, ist aber auf jeden Fall deutlich sicherer. Also wenn ich jetzt die Push-TAN-App mit meinem PC verwende, dann also ist es nicht schlechter als SMS-TAN, würde ich jetzt sagen, oder ja, auf jeden Fall vergleichbar. Dann nochmal Mikro Nummer 1, bitte. Ja, also das ist auch wohl relativ neu, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es da ursprünglich mal ein Requirement gegeben hat, so bei Mobile Banking darf nicht, also wenn du Mobile TAN benutzt, darfst du von deinem Handy nicht die Transaktion starten, wo auch die SMS hingeht. Mhm. Deswegen haben die am Anfang so total billo halt die Hostnames gefiltert von den Mobile Netz, von den Mobilfunkanbietern. Und dann hat aber der Vendor, der die Software gebaut hat, dass diese Sparkassen-App unter einem anderen Logo nicht Sparkasse veröffentlicht, ohne diese Funktion. Ja. Und so ist das da reingekommen. Also die wissen schon ganz genau, dass es scheiße ist. Also ich also ich habe hier noch ein anderes Zitat. Das ist also MASI, das sind die Mindeststandards für die Sicherheit von Internetzahlungen und die müssen von den Banken umgesetzt werden. Dafür ist die Frist jetzt gerade ausgelaufen und da gibt es eben auch einen Punkt, der schreibt starke Kundenauthentifizierung vor. Der Punkt war aber derart schwammig, da konnte man alles interpretieren. Deswegen gab es dann dazu irgendwann mal ein Q&A, die länger ist als die eigene Abfassung davon, was das eigentlich ist. Und da steht dann auch drinnen, das war dann danach, allerdings muss das App-basierte Sicherungsverfahren und das tatsächliche Online-Banking unabhängig voneinander, also über verschiedene Geräte erfolgen. Also es ist sowieso fraglich, ob dieses Verfahren ja, überleben darf. Eine ganz schnelle noch vom Mikrofon 3. Ja, darf ich fragen, wie du dann Geld überweist, beziehungsweise was würdest du für ein System empfehlen? Also ich selbst verwende ChipTAN. Ich verwende es sogar tatsächlich auch mobil, allerdings ja, eher, wenn ich irgendwie
mal länger irgendwo bin oder sowas. Also ich habe jetzt nicht so den das Verlangen danach, jetzt überall Überweisungen machen zu müssen. Also TÜBTAN kann ich eigentlich schon empfehlen, also von den TAN-Verfahren. Danke. Vielen, vielen Dank. Bitte nicht böse sein, wenn ihr jetzt nicht rangekommen seid. Vincent hat mir versprochen, dass er jetzt noch da ist und eure Fragen beantwortet. Ich hoffe, das ist okay so. Super, Dankeschön. Nochmal einen ganz großen Applaus für dich. Applaus